Willkommen zurück in Victoria 3 mit dem neuen DLC Sphere of Influence und dem Patch 1.7. Wir machen weiter mit Persien und wie ihr euch erinnert, befinden wir uns hier im nächsten Diplomatiespiel. Lass mich mal gucken. Ich glaube, das ist eine komplette Eroberung, genau. Alle erklären Neutralität, wie wir es erwartet haben. Im großen Spiel geht der Fortschritt ein bisschen in Richtung der Briten, wie es scheint. Aha, aufgrund jährlicher Veränderung, Prestige und Bruttoinlandsprodukt. Ah, ja logisch, also weil eigentlich sind die Briten da ja schon stärker. Was auch immer das für uns bedeuten wird. Das mit der Hauptmacht, das ist ein langfristiges Ziel. Persien konsolidieren, ja, da arbeiten wir dran, auch das wird nicht so einfach werden. Weil dafür brauchen wir die Staatsregion Arabistan, Bampur. Bampur sollten wir hinbekommen, Hormuz müssen wir mal schauen. Wie war denn das jetzt hier? Autonomie können wir erhöhen. Staat nehmen. Genau, der Freiheitsdrang muss hier noch weiter sinken. Ja, das ist halt tatsächlich die Frage, ob wir hier dann nicht... Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das im Osten. Ich sag mal, uns Muhammara rennt uns nicht weg. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Unsere Armee steht schon bereit. Das heißt, da müssen wir nichts mehr machen. Ja, wir machen knappes Minus im Krieg. Das ist aber nicht so schlimm. Mit dem Bausektor, das läuft ganz gut. Wir werden jetzt auch hoffentlich ein bisschen Bürokratie wieder erhalten. Wobei, wie viel Bürokratie bekommt man? 50, ne? Wir bräuchten eigentlich gleich noch ein Gebäude. Sonst reicht das bei weitem nicht aus. Vor allem, weil wir jetzt hier sogar noch Bildung erhöhen könnten. Was schon teuer genug ist. Aber ich plane ja aktuell noch... Wir könnten mal... Hier baue ich ja eh die Papierfabriken. Dann plane ich einfach vielleicht hier auch so ein Gebäude noch. Mit der Regierungsverwaltung. Aber ein bisschen später. Machen wir das mal weiter runter. Hier, direkt nach den Papierfabriken. Was haben wir hier? Gefangene in Armut. Einige Sozialreformer aus der Intellektuellen haben sich gegen das Armengesetz ausgesprochen. Wie bitte? Dass sie einen Versuch sehen, die Armut selbst zu einem Verbrechen zu machen. Nein. Ich will es aber auch ehrlicherweise nicht, dass die Intellektuellen noch wütender werden. Das heißt, wir verlieren leider 20% Erfolgschance fürs Armengesetz. Da hängt jetzt aber auch nicht mein Herz dran, muss ich sagen. So, also wir haben Folgendes. Die Ostgrenze. Wir könnten eine russische Militärmission anfordern, das ist völlig neu. Wir bitten die russische Regierung um die Entsendung einer Militärmission, die uns bei der Modernisierung unserer Armee helfen soll, im Gegenzug für bestimmte diplomatische und extraterritoriale Zugeständnisse. Hätten wir das auch von den Briten anfordern können? Die erste Mission, die entsandt wird, wird die persische Kosakenbrigade als eine dauerhaft militärische Institution einrichten. Okay, dann können wir Russland 10 Jahre lang nicht um Hilfe bitten. Okay. Persien bekommt dauerhaft eine erhöhte Tötungsrate. Wow. Und Persien bekommt für 5 Jahre erhöhte Offensive und Technikverbreitung. Militär. Ha. Dann bekommt aber auch Russland einen erhöhten Einflusshebel in Persien. Wobei man sagen muss, es ist ja trotzdem am Ende unsere Entscheidung, ob wir Teil eines Machtblocks werden oder nicht, wir können sie auch ablehnen. Britische Militärmission wäre natürlich auch nicht schlecht, dafür müssen wir aber die Beziehungen noch deutlich weiter erhöhen. Das hätte aber scheinbar dasselbe zum Vorteil. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Entweder-Oder ist. Deswegen glaube ich, lasse ich es erstmal. Aber was haben wir hier? Groß-Khorasan beanspruchen. Die persischen Ansprüche auf Groß-Khorasan reichen Jahrtausende zurück. Doch in den letzten Jahrhunderten schwankte unsere Kontrolle über das Gebiet von locker bis nur dem Namen nach. Nader Schahs Feldzüge im Osten führten kurzzeitig zur Wiederherstellung der persischen Kontrolle über Khorasan, doch seine Erfolge erwiesen sich als flüchtig und überdauerten seine Herrschaft nicht. Was Nader Schah begann, wird Schah Mohammed Schah mit einem großen Feldzug beenden, der die persische Herrschaft im Osten auf ewig wiederherstellen wird. Herat, die Perle von Khorasan und unser Schlüssel zum Osten, wird als Dreh- und Angelpunkt dieses großen Unterfangens dienen. Das hatten wir, glaube ich, schon hier erobert, oder? Herat, richtig. Perle von Khorasan. Wir bekommen einen Anspruch auf die Staatsregion Kandahar, Kabulistan, Südturkestan, Hazarirat, Nordbeluchistan und so weiter. Minus 20% Verrufenheitsverfall. Das ist jetzt eine rote Zahl. Das heißt, wir verlieren weniger schnell Verrufenheit. Das ist eher schlecht.
Aber für 9 Jahre wird unsere Armeeoffensive besser. Je nach unseren gegenseitigen Beziehungen kann Großbritannien negativ auf unsere Besetzung von Herat reagieren. Ah, okay. Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Warten wir hier noch? Ansprüche. Wir würden hier halt ziemlich viele Ansprüche bekommen. Weil jetzt könnten wir doch hier auch schon wieder einen Staat erobern machen. Und das wäre wahrscheinlich billiger, wenn wir Ansprüche hätten. Gehe ich mal davon aus. Boah, das ist eine gute Frage, wie die Briten darauf reagieren. Herzliche Beziehungen. Unsere Chancen für den Handelsvertrag stehen wahrscheinlich sehr schlecht, oder? Oh, minus 124. Schade. Ich würde es jetzt aber dennoch wagen. Wir machen das. Trotz des erbitterten afghanischen Widerstands und der Machenschaften ausländischer Mächte musste die große Stadt Herat sich letztendlich der persischen Übermacht ergeben. Betrachte diese Welt als einen Ozean und Khorasan als eine Auster darin. Und die Stadt Herat ist die Perle in ihrem Inneren. Das Tor zum Osten ist durchbrochen. Rücken wir weiter vor. So, jetzt bekommt Großbritannien Persien besetzt Herat. Schauen wir mal, was das für Auswirkungen haben wird. Also ich glaube, das ist kein Entweder-Oder. Aber das... Ich überlege noch gerade, ob wir noch schlechte Beziehungen haben könnten. Wir haben ja gute Beziehungen aktuell. Russland hat in den letzten 10 Jahren keine Bitte um Unterstützung abgelehnt. Russische Militärmission. Das hört sich eigentlich schon vorteilhaft an. Vor allem, dass wir dann schon mal dauerhaft die Tötungsrate haben. Das nimmt uns keiner weg. Und ich meine vor allem diese Technikverbreitung, das könnte auch sehr vorteilhaft sein. Wobei dann die Frage ist, ob wir überhaupt auf Technologie hier, also das auch überhaupt erforschen sollten oder dann eher auf Technikverbreitung setzen. Ich denke, ich mache das jetzt auch. Wir fordern die russische Militärmission an. Ah, die können das auch ablehnen, verstehe. Okay, Russland akzeptiert die Bitte. Sehen wir das jetzt hier irgendwo? Ja. Persische Kosakenbrigade und russische Militärmission. Wieso mir die doppelt angezeigt wird, weiß ich nicht. Das erhöht jetzt aber auch nochmal hier unsere Technikverbreitung. Deswegen überlege ich, ob ich jetzt dann vielleicht doch hier noch ein bisschen Technikverbreitung machen lasse. Wir haben dann die Drehbank. Warten hier vielleicht noch und holen uns erstmal bei Gesellschaft noch. Medizinische Abschlüsse. Und schauen dann vielleicht erst nochmal weiter. Ah, warte mal, wir können die Gesetze aktuell noch gar nicht beschließen. Dann sollten wir noch das Thema Kolonialisierung tatsächlich auch erschließen. Ja. Kopfsteuer. Auch die Kopfsteuer wäre sehr sinnvoll. Ja, machen wir es erstmal so. Okay. Gut. Weiter geht's. Jetzt können wir ja schon die nächsten Kriege führen oder planen. Wie stark sind hier die weiteren Truppen? Ich komme jetzt noch nicht sofort nach in den Norden, das heißt, da müssen wir noch warten. Aber Kandahar. Ich meine, wir haben die direkte Grenze noch zu Kabul. Das Reich der Sikh ist wahrscheinlich eh erstmal unerreichbar, weil ich überlege, ob ich das einfach zu Protektoraten mache. Dann kann ich aber mit den Protektoraten nicht direkt rechnen, dass sie mir helfen. Warte mal, jetzt haben wir hier doch überall... Ach, wir haben doch überall Staatsrückgabe. Ja, dann erobern wir einfach. Dann ist ja Staatsrückgabe doch das Bessere, würde ich vorschlagen. Kabul hat hier 20 Bataillone, das ist jetzt nicht wenig. Müssen wir mal kurz gucken, ob die Hilfe bekämen. Kunduz könnte ihnen helfen. Mit 7 Bataillonen. Und gegebenenfalls Bukhara. Oh, mit 20. Okay. Mit Kalat haben wir jetzt ja erstmal Waffenstillstand, genau. Noch 3 Jahre. Wie teuer wäre das eigentlich? Ach, eine Verrufung, das ist ja sehr günstig. Leben da so wenig Leute? Ja, okay. Das wird dann noch teurer werden hier, aber das geht immer noch. Das müssten wir schon hinbekommen können, oder? Ja, das ist ein bisschen unsicher. Das könnte halt auch nach hinten losgehen, wenn die ihre ganzen Unterstützer bekommen. Wie gesagt... Bei unserer Armee können wir aktuell nicht sehr viel
Ah doch, wir können denen noch Ergänzungen geben, gegebenenfalls. Aber wir müssen halt hier in den Bergen kämpfen. Und die kriegen schon ordentlich Truppen zusammen. Aber macht es Sinn, vorher Kandahar zu erobern? Kundus hilft und Bukhara. Ja, die sind halt hier, die sind halt alle hier zusammen. Schwierige Entscheidung. Was wäre, wenn wir Kandahar erst erobern? Das wird es aber auch nicht einfacher machen. Da würde jetzt keiner helfen, grundsätzlich. Aber dann hätten wir noch mehr Verrufenheit. Und ich sag mal so, wenn wir Kabul und Bukhara erobern, Kandahar können wir uns irgendwann noch holen. Aber ich glaube, Kabul ist noch ein wichtiger Schlüssel gen Osten. Deswegen würde ich es jetzt einfach mal wagen, auch wenn sie andere Staaten zur Unterstützung rufen können. Ja, machen wir das. Weil hier haben wir direkt schon gewonnen. So, jetzt haben wir nämlich nur einen 21-prozentigen Vorteil. Das wird jetzt ein bisschen knapper hier. Und vor allem, wenn wir noch weitere Truppen oder Sachen hinzufügen, wird das auch noch knapper. Schauen wir mal. Na toll. Ich hätte noch Sachen hinzufügen sollen. Kabul hat eingelenkt. Damit haben wir natürlich jetzt auch erstmal wieder einen Waffenschildstand mit Kabul. Ah, damit rechnet ja immer keiner. Das wird auch direkt automatisch inkorporiert. Interessant. Ah nee, das hatte ich glaube ich schon. Das war nur ein Teilstart. Richtig. Richtig. So, das heißt, wir können eigentlich direkt weitermachen. Da haben wir jetzt noch Waffenstillstände leider längere Zeit. Aber unser Ziel ist es ja, so schnell es geht, hier noch die Gebiete nördlich zu bekommen. Das könnte natürlich die Russen auch sehr verärgern. Haben wir denn bei Bukhara Ansprüche? Tatsächlich Staatsrückgabe, meine Güte. Wie sieht es denn dort in Bukhara aus? Keiner würde ihnen helfen. Ja. Bukhara hat 20 Truppen, aber das müssten wir schaffen können. Dann machen wir doch hier direkt in Bukhara Staatsrückgabe als Forderung. Und wir haben jetzt das Armengesetz. Jetzt fehlt uns natürlich noch mehr Bürokratie. Eher ungünstig. So, das packen wir hier wieder etwas weiter runter. Dass das in der richtigen Reihenfolge dann noch kommt. So, da muss jetzt der Gürtel erstmal enger geschnallt werden. Genau, hier haben wir jetzt das mit Bukhara. Die sind auf jeden Fall ängstlich. Wir kriegen schon einen Friedensvorschlag. Ja, weißer Frieden, das können die vergessen. Die Frage ist, ob ich jetzt nicht bei Bukhara schon... Kann ich da überhaupt mehr fordern? Halt, falscher Krieg. Staatsrückgabe tatsächlich. Usbekistan können wir noch fordern. Aber Bukharanisch-Merv können wir aus irgendeinem Grund nicht fordern. Das ist ja komisch. Dann fordere ich noch Usbekistan. Und das andere hier. Ich überlege, ob ich das sogar zu Hauptforderungen machen soll, sonst lehnen die das halt wieder ab. Aber das kostet mich dann schon wieder ordentlich Verrufenheit, wenn ich das mache. Und ich meine, wir haben aktuell noch Möglichkeiten, in Kundus was zu erobern. Und dann natürlich auch noch in Kandahar. Aber Bukhara ist halt so ein... Wobei, Kundus ist ein Gebiet, das können wir auf jeden Fall bekommen. Dann kommen wir noch nach Kokand. Nach Kiva. Kiva ist kein Protektorat. Wenn wir Kiva wollen, dann bräuchten wir schon Usbekistan auf jeden Fall. Und ich sag mal so, wenn wir jetzt das hier nicht bekommen, das wäre nicht so schlimm. Aber Usbekistan, das würde ich schon gerne als Hauptforderung noch ergänzen tatsächlich. Auch wenn das 4 Verrufenheit nochmal kostet. Das ist es mir wert. Und dann fordern wir noch Kriegsreparationen. Wahrscheinlich werden sie trotzdem dann einlenken. Noch sind wir unter 25 Verrufenheit, was auch erstmal sehr gut ist. So, hier wurde einmal kapituliert. Hä? Was zum Teufel ist hier gerade passiert? Wir haben das doch erobert. Warte mal, ist das noch... Hä?
Wieso gehört uns das Gebiet nicht? Mein Mana? Können wir da... Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Wir hatten doch Eroberung gemacht. Was zum Geier? Habe ich einen Missklick gemacht oder? My Mana. Das war ein Gebiet und wir haben nichts davon erobert. Also, das ist nicht so schlimm, aber die Verrufenheit haben wir doch dafür bekommen. Das würde mich jetzt schon kurz interessieren. War das jetzt ein spieltechnischer Fehler oder habe ich was falsch gemacht? Da würde ich tatsächlich gerne einmal den Autosave laden. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch der richtige ist im 1. Juni. Es sind nur 7 Tage. Schauen wir mal schnell. Das ist ja aber dann absolut seltsam. Haben wir dann noch den Krieg? Ne, da ist jetzt schon Frieden. Müssen wir mal kurz einen Monat vorher laden. Ja. Laden wir mal noch einen Monat früher. Huh. 1. Mai, bitte. 1842. Weil das Kriegsziel an sich sehen wir ja. So, hier. Hä? Bei mir wird hier tatsächlich kein Kriegsziel angezeigt. Wie kann das passieren? Ich habe kein Kriegsziel mehr. Aber gar keins. Also, wir sind ja auf jeden Fall mit der Eroberung gestartet. Ich weiß jetzt nicht, wie das möglich ist, dass das Kriegsziel verschwindet. Das muss irgendwie ein Fehler sein. Aber gut, kann ich jetzt ja auch nicht mehr ändern. Dann ist es so. Dann ist es jetzt zum Glück nur bei diesem kleinen Land passiert. Und ich hoffe, es bleibt bei diesem kleinen Land. Denn das wäre sonst sehr ärgerlich, muss ich sagen. Bei so einem kleinen Land ist es jetzt nicht so schlimm. Wir haben jetzt leider ein bisschen Verrufenheit umsonst bekommen, aber nehmen wir das mal noch so hin. So. Ich brauche meine Armee natürlich. An die Front. Der Rest erklärt Neutralität. Und ich habe, glaube ich, alle wichtigen Kriegsziele schon hinzugefügt. Die bleiben dann übrigens hier übrig mit so einem kleinen Stadt, Merv. Was aber nicht so schlimm wäre. Oh, bis jetzt hat eigentlich Großbritannien Beziehungen verbessert. Jetzt sind sie leider vorsichtig. Aufgrund der Annahme des Strategietranks ist historische Beziehungen zu Persien. Ha. Strategietrang, sie möchten neutral gegenüber uns bleiben. Das finde ich jetzt aber nicht so gut. Oh, was war hier? Der imperiale Kreis hat sich gegründet. Frankreich hat den imperialen Kreis gegründet. Souveränes Großreich. Nur Polynesien ist noch Mitglied. Okay. So, die Kämpfe werden jetzt ein bisschen schwieriger. Ich würde gerne erstmal in der Defensive bleiben. Vielleicht greifen die ja an. Das wäre für uns vorteilhaft. Wir machen leider auch sehr viel Minus. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ja, der Gegner greift aber nicht an. Oh je, das heißt, wir müssen versuchen, in die Offensive zu gehen. Und wir haben leider keinen guten Offensivgeneral. Das ist sehr schlecht. Kann ich hier noch Truppen verschieben? Ich probiere das mal. Die Kanonen und die Husaren. Ich habe ja sogar Linieninfanterie. Wie auch immer das möglich ist. So, das verschieben wir mal. Probieren wir jetzt mal eine Offensive. Oh, wir machen gerade sehr viel Minus. Das ist tatsächlich überhaupt nicht gut. Wodurch kommt jetzt das hohe Minus? Durch die Armee und dass uns Ressourcen fehlen. Und vor allem die Bürokratie, die fehlt. Ja, das ist gerade echt katastrophal. Sparen wir mal. Na, wobei, dann würde ich die Intellektuellen wieder mehr erzürnen. Das
Ah, kann ich auch nicht machen. Wir würden halt jetzt. Wir haben jetzt gerade nämlich sehr wenig Radikale. Ich will jetzt auch ungern die Steuern erhöhen. Skandal unter den Frommen. Hm, Traditionalist. Es hat sich herausgestellt, dass Murat von der Kirche insgesamt eine Affäre mit einem Mitglied des Klerus hat. Dann soll er sich voll Scham zurückziehen. Wolken am Horizont, das hört sich nicht gut an. Die Unterwerfung von Vertragsoman durch Großbritannien hat bei den Kleinbürgern die Befürchtung geweckt, unsere eigene Nation werde einem ähnlichen Schicksal unterworfen werden. Vertragsoman ist ein Protektorat der Briten. Ja, das muss ich gestehen. Die Sorge habe ich auch. Diese Befürchtungen wiederum haben dafür geführt, dass man nun Lobbyarbeit gegen britische Interessen betreibt. Ah, wir wollen aber eigentlich gute Beziehungen mit den Briten. Anti-Land-Lobby. Können wir das auch ändern? Nee. Egal was ich mache, eine neue Anti-Land-Lobby wird das schaffen. Verflixt. Hm, Kleinbürger jetzt, anti-britische Lobby. Die ist auch gerade natürlich nicht so gut, weil wir gute Beziehungen mit denen haben. So, wie läuft die erste Schlacht? Wir haben Glück, die erste Schlacht läuft gut. Wir haben sogar Offensive von 30. Weiß ich gar nicht, wie die jetzt zustande kommt. Die Kanonen helfen wahrscheinlich. Gegner hat einen Patzer. Sehr gut. Ui. Und wir haben direkt eine Revolution der Intellektuellen. Die wollen wir, dass wir das Sklavereiverbot beschließen. Das Problem ist, wenn wir das machen, haben wir nochmal eine Rebellion mit den Grundbesitzern. Wobei die Frage ist, ob es dann da auch eine Rebellion wirklich sicher gibt oder nicht. Ich kann aber, glaube ich, die Grundbesitzer jetzt nicht anders glücklich machen. Die würden wahrscheinlich aus der Regierung rausgehen. Das wäre nicht so gut. Kriege ich denn irgendwie, wenn ich diese persisch-russische Vereinigung noch verbessern könnte, dann hätte ich ja die Grundbesitzer auf meiner Seite. Aber die Russen wollen aktuell nichts anderes. Ja, ihr Machtblock wollen wir auf keinen Fall beitreten. Da können wir nichts vorschlagen. Oh, wir können aber wieder Beziehungen verbessern. Das sollten wir tun. Machen wir das. So, jetzt können wir hier scheinbar recht gut durchmarschieren. Also den Krieg gewinnen wir. In Bukhara, das ist gut. Nahrungsersatz, persisch Hormus. Drehbank, das ist ein wichtiger Fortschritt. Die Färbereien, das kostet uns Färbemittel. Wir haben doch genügend Färbemittel. Drehbänke, Werkzeug haben wir auch genug. Blei wird auch kein Problem sein. Sehr schön. Haben wir denn Bleiminen? Noch gar keine. Ich plane mal langfristig in Tabris eine. So, die persisch-russische Vereinigung bietet eine Gelegenheit. Ja, das ist das, was wir wollten tatsächlich. Auslandsinvestitionsrechte. Das würde bedeuten, die Russen könnten bei uns Gebäude bauen. Das wäre erstmal gut, weil wir halt einen kleinen Bausektor haben. Dann würden mehr Sachen produziert werden in unserem Land. Klar, die Russen würden davon geldtechnisch profitieren durch die Dividenden. Aber das wäre halt genau das, was wir jetzt eigentlich bräuchten mit unserer Revolutionsgefahr, glaube ich, hoffe ich. Deswegen würde ich das jetzt mal machen. Mit den Russen. Ein Investitionsrechtevertrag gegenseitig. Stärkt das denn jetzt unsere Lobby? Nee, immer noch plus 5. Ich dachte, das würde die stärken. Hm. Aber die Grundbesitzer sind auf plus 11. Das ist das, was ich haben wollte. Damit können wir jetzt Sklavereiverbot beschließen. Und die Lobbygelegenheit wurde angenommen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, den Krieg haben wir schon so gut wie gewonnen. Wir machen jetzt natürlich nur sehr viel Minus. Ich würde mal sagen, wir warten jetzt mal kurz. Warte mal, wir haben die Kapitulation und wir machen immer noch so viel Minus. Ja gut, wegen der Bürokratie. Das ist das Hauptproblem an der Geschichte. Dass wir natürlich die Staaten alle noch inkorporieren müssen, aber mit welcher Bürokratie ist die große Frage. Das sorgt natürlich jetzt für geldtechnische Schwierigkeiten.
Oh, wir haben auch noch Truppen bekommen. Unheimliche Infanterie. Hm. Die kosten schon hoffentlich nicht so viel. Was wir bräuchten, wäre dringend Geld. Aber Geld ist so eine Sache. Die Sklaven von Samarkand. Nach der Einnahme von Usbekistan sind wir auf eine große Anzahl persischer Sklaven gestoßen. Ihre Familien fordern lautstark ihre Freiheit. Doch eine Freilassung würde wahrscheinlich die derzeitig türkischen Herren erzürnen. Sklaven werden Landwirte, Turkmenen und Usbeken werden dadurch radikal. Not Sozialhilfe, Erlass. Oder lassen wir sie an Ort und Stelle, es ist ihnen der Mühe nicht wert. Dann würden aber in Usbekistan 2% der persischen Pops radikal. Wo ist Usbekistan? Dafür brauche ich jetzt erstmal Informationen. Die Perser machen hier nur 11% aus. Die meisten hier sind tatsächlich Usbeken. Wir lassen sie erstmal. Wir sind ja dabei, das Gesetz zu beschließen. Das sollte schon wieder einige Sachen regeln. So, und hier ist immer noch das Problem. Ah doch, die Intellektuellen sind aktuell sehr zufrieden. Dann senke ich hier mal das Thema, um wieder Geld zu sparen. Aber irgendwie kriege ich das gerade überhaupt nicht in den Griff. Und unsere Zinsen sind extrem teuer. Also irgendwie muss ich jetzt was machen. Ja, warte mal. Ich meine, ich baue ja gerade noch die Papierfabrik. Ah Gott, kann ich irgendwie Handelsrouten schließen, die sich nicht lohnen? Nicht so richtig. Wir machen noch immer Minus. Das ist jetzt gerade eine geldtechnische unschöne Spirale, muss ich sagen. Kundus hat schon Rivalität zu uns. Ich würde jetzt gern weiter einfach erobern. Kostet auch nur 2,6 für Rufenheit. Oman könnte sich gegen uns schließen. Machen wir das trotzdem. Aber geldtechnisch kriegen wir das leider gerade nicht so in den Griff. Gibt auch keine Kriegsziele sonst. Ja, Oman erklärt aber auch Neutralität. Wir hatten noch nicht so... Ja, das ist halt vor allem wirklich die Bürokratie, die uns jetzt um die Ohren fliegt. Wir müssen, glaube ich, schneller die Regierungsverwaltungen bauen. Sonst wird das nichts. Mit der Bürokratie. Plantagenbefürworter betreiben offensive Politik. Befürworter der Fortsetzung der Sklaverei haben eine Welle von Hetzreden und Traktaten gemacht. Dann würde ich vorschlagen, diese Publikationen sind böse und voll Lügen. Sie müssen hinterfragt werden. Wir kriegen eine 75%ige Chance auf 15% Erfolgschance. Jawohl, Glück gehabt, sehr schön. Das lief gut und der Glaube kennt keine Grenzen. Die Kirche will unsere Bande mit dem Oman stärken. Wir sind vorrangig persisch und danach erst cheaten. So ist es nämlich. So, jetzt habe ich natürlich bei lauter anderen Sachen keine Armee hingeschickt. Na, das ist jetzt ein bisschen knapp. Hoffen wir mal, dass die Truppen ausreichen in Überzahl einfach. Oder ob wir doch die andere Armee brauchen. Technische Talente. Inspiriert vom Können russischer Ingenieure und Akademiker hat die technisch orientierte Landbewohner begonnen, sich mit der Lobby Persisch-Russische Vereinigung zu verbünden. Okay, dann würden sich die anschließen. Oder die Landbewohner würden wieder an politischer Stärke verlieren. In der Regel will ich eigentlich nicht, was die Landbewohner wollen, muss ich ehrlich sagen. Was wollen die für Gesetze haben? Gut, Rassentrennung wäre eine Verbesserung, glaube ich. Kopfsteuer wäre eine Verbesserung. Immerhin Grenzkolonisierung wäre gut. Plus 1 aktuell. Ja, die dürfen der Lobby zu beitreten. Okay, gut, Freunde, das war's jetzt mit dieser Folge. Wir haben jetzt leider eben aufgrund der mangelnden Bürokratie ein ordentliches Defizit. Daran werden wir arbeiten. Wir bauen jetzt halt erstmal schön hier die Regierungsverwaltungen aus. Sonst werden wir hier ziemlich hart in die Schulden gehen. Es wird weitere Eroberungszüge geben. Wie gesagt, wir wollen jetzt natürlich schnell auch noch die zwei Staaten an der russischen Grenze den Russen wegnehmen, dass wir die uns sichern.
und dann Richtung Indien marschieren. Das wird sich zeigen, wobei ich das Gefühl habe, bei den Sikhs sind wir schon zu spät. Habe ich mir fast gedacht, Punjab und Kaschmir wird erobert. Das sind auch die zwei Gebiete. Dann bleibt aber noch für uns das kleine Pashtunistan mit 1,4 Millionen Einwohnern, immerhin. Dann können wir uns das vielleicht noch holen. Das wären doch vielleicht ganz gute Grenzen. Okay, wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne einen Like da lassen und schreibt in die Kommentare, wie ihr die Finanzlage jetzt in den Griff bekommen würdet. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, euer Gaius.